Ich grüße euch und heiße euch herzlich willkommen zu einem weiteren Part Let's Play Grania. Kurze Zusammenfassung vom letzten Part. Wir haben CD2 begonnen, haben den Jungfrauenwald abgeschlossen, haben einen neuen Gefährten. Der gute Junge heißt Rab oder Rab. Ich nenne ihn lieber Rab, falls euch das stört, der denn habt ihr halt Pech gehabt. Vielleicht sage ich auch mal beides so zwischendurch, muss auch mal schauen. Dann haben wir noch einen Endgegner besiegt, so einen Kumpel von ihm befreit, Niki, und sind jetzt im Dorf Kafu angekommen und wir werden erstmal gleich sehr, sehr freundlich empfangen. Die wollen hier offensichtlich keine Gäste, ähnlich wie im Dorf Luke offensichtlich. Alle so eine Baummenschen hier, so wie im Nebelwald. Schlimm sowas. Naja, muss man mal gucken. Aufzuladen, das sind unsere Gäste, das ist alles, was du zu wissen hast. Rab ist übrigens der Enkel oder der Sohn des Dorfältesten hier. Deshalb kann er sich das leisten, mal so mit denen umzugehen. Und wir machen jetzt Folgendes. Erstmal als Wichtigstes. Wichtig, naja, muss man jetzt, ist Ansichtssache, aber wir machen das so. Nee, wir verstauen erstmal unseren ganzen Scheiß. So. Ich pack mal wieder. Ja, die ganzen Hüte können weg. 1, 2, 3 hat sie 3 Lebenstränke. Auch ein bisschen zu viel. Karmtrank brauchen wir, glaube ich, auch eigentlich nicht mehr. Pfeife sowieso. Ja, weg, 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 weg. Weg und weg. Kekse brauche ich nicht. Honig auch nicht. Impfstoff. Ich weiß nicht, kriegen wir hier Plage? Ich... Ein plus 8er Schild? Das brauchen wir auch nicht. Da gucke ich gleich nochmal. Ich könnte es jetzt auch schneiden. Mache ich mal kurz. Wir sehen uns gleich wieder, wenn ich meine Items alle reingeholt habe ins Inventar und sowas, wie ich das machen wollte. Und dann, ne? Bis gleich. So, ich habe gerade das ein oder andere Item bewegt. Wir schauen mal in den Laden, das ist erstmal das Wichtigste, ne? Neue CD, jetzt wollen wir auch erstmal neues Zeug. Wir verkaufen. Ich habe erstmal geguckt, welche Items wir zu oft haben. Beziehungsweise zu oft will ich jetzt nicht sagen, aber die wir so oft haben, dass wir hier zum Beispiel Regenstäbe. Das auch. Ja. Die wir nicht brauchen. Denn wir können hier, ich habe gerade die Ladenpreise geguckt, doch alles gebrauchen. So, das müssen wir erstmal hinhauen. Dann gehen wir erstmal hier hin. Kaufen Rab. Die mal die Erde und... Oh, Wind oder Wasser. Mit Wind. Heilen braucht eigentlich jetzt erstmal noch keiner. Dann nehmen wir, geben wir ihm mal Wind erstmal. Geben ihm auch, die jetzt zu Einsatz kommen, die Feuer- und Erdbücher von unseren beiden alten Verbliebenen. Schon wieder das Piepen oben. Man sieht plus 2 Level. Das ist jetzt nicht so der Hit. Plus 3. Bei Fena wäre es plus 4. Aber ich will bei Rab erstmal, dass er zu was kommt. Geben wir nochmal 3 Level. Hat Wow gelernt und keine Verteidigung. Und nochmal Feuer, 2 Level. Hat Flammengeschoss gelernt. Jetzt hat er wenigstens auch mal wenigstens ein bisschen was Brauchbares. Ich wollte jetzt nicht... ich könnte jetzt noch Schwert ein paar Level erhöhen. Aber so wie ich das jetzt gerade sehe, muss das noch nicht sein. Und Dolch können wir nicht erhöhen. Und den Bogen brauchen wir jetzt auch gerade nicht erhöhen. Können wir nachher aber vielleicht trotzdem nochmal machen. Denn was soll ich mir das aufheben? So, wichtig erstmal diese Stiefel. Das sind die zweitbesten Stiefel.
Und die besten, die man insgesamt kaufen kann. Und das machen wir auch. Die sind schneller als die Atemschuhe und bringen sogar noch Verteidigung. Und das rüsten wir ihn aus. Ich habe die Atemschuhe gerade noch verkauft, weil ich zwei sowieso noch davon habe. Das Schild kaufen wir mal für Fener auf jeden Fall. Für die anderen ist es nicht ganz so wichtig, weil das hier die Zauberstufe erhöht. Und das ist ziemlich viel, was wir da gerade ausgeben. 18.000. Gucken wir erstmal bei den Waffen. Da brauchen wir nämlich auch noch vielleicht die ein oder andere Unterstützung. Wir können den Boomerang. Der bringt 33. 26, okay. Also eine Peitsche mit einer Eigenschaft will ich eigentlich nicht haben. Eigenschaft Wasser. Hebt Zauberblocke auf. Minus 15 Technik. Das macht langsamer. Offensichtlich, ja. Da läuft man langsamer mit. 34 braucht nicht. Ist nicht so gut. 33 ist da schon etwas besser. Wir haben jetzt zwar gerade... Bin ich jetzt über am Überlegen. Da bin ich gerade am Überlegen. Vielleicht weg bei Schaden, verstehe ich nicht. Und das verstehe ich sowieso nicht. Plus 18 und weg bei Schaden. Was für mich jetzt negativ angehaucht klingt. Plus 19 und kostet weniger. Aber zum Glück haben wir ein bisschen Geld über, dass wir uns das holen können. Dann hole ich mir, glaube ich, wirklich noch das Schild. Plus 7 ist schon eine Zauberstufe. Na, haben wir immerhin mehr Chancen, unsere... Ach, einkaufe ich noch. Weil wir ja auch nicht vergessen dürfen, dass wir irgendwann, früher oder später, sowieso noch ein viertes Mitglied haben werden. Davon ist ja ganz logisch auszugehen. Und dann ist es gut, wenn wir dem gleich diese Stiefel geben können, dass er dann auch vorwärts kommt. So, das Schild, das kann weg. Die Stiefel behalten wir mal. Das kann auch weg. Justin hat so viele Items, Impfstoff. Ich kriege hier, glaube ich, keine Plage. Würde ich auch ungern mitnehmen, aber wer weiß. Einmal kann man es vielleicht gebrauchen oder zweimal. Und dann war es das soweit, würde ich sagen, ja. Machen wir das erstmal so und gehen weiter ins Dorf hinein. Und laufen, wo waren das hier? Haus des Seniors, na, das ist doch dann richtig. Gehen wir mal rein hier. Wollen nämlich mit dem alten Typen ein bisschen schnacken. Ich habe auf dich gewartet, Rap. Und wen haben wir hier? Das sind Justin und Fener. Eine große Hilfe für Nicky. Jetzt verstehe ich ja, warum die Leute euch mit dem Turm verwechseln. Ihr seht ihn ähnlich. Ihr scheiß euch, Leute, im Turm der Verdammung. Was? Ist der Turm der Verdammung und wo sind diese Leute? Die Leute aus Gavo haben nicht immer in dieser Gegend gelebt. Der Wald, wo wir herleben, vorher leben, wurde versteinert und zerstört. Was ist gleich passiert, nachdem diese bösen Menschen den Bau der Turm der Verdammung in der Nähe des Waldes beendet hatten? Das ist schrecklich. Ja, Web, gehst du dort heute hin? Nach Alt-Gavo in den Steinwald? Ja, natürlich. Du weißt doch, ich geh doch jeden Tag hin, damit sie nicht einsam werden. Kannst du uns mitnehmen? Zum Steinwald? Hä? Was habt ihr vor? Der Wald ist gefährlich, wisst ihr? Ich muss ihn einfach mal mit meinen eigenen Augen sehen. Okay. Alles klar, also dann mal los. Warte, Web. Ich weiß, du hast ja schon gehört, aber Gavu ist eine geschlossene Gemeinde. Wir haben speziell für euch, Webskäse, eine Ausnahme gemacht. Also mal bitte keinerlei Ärger. Ich hoffe, euch
Hat diese kleine stimmtechnische Einlage gefallen? Yo! Vielleicht hätte ich ein bisschen wie voll Stampedore reden sollen. Aber das wäre ja nicht so fresh. Vielleicht beim nächsten Mal. Ich wollte Warp ein bisschen... bisschen frecher, wie so eine Flitzpiepe sprechen lassen. Wir sehen, das sieht aus wie das Areal aus dem Jungfrauenwald. Ist aber schon ein bisschen grauer, würde ich jetzt nicht sagen. Aber wir haben uns auch sowieso nicht geheilt. Wir sind richtige Pappnasen. Im Fachjargon sagt man noch Peppnasen dazu. Das Sprechen als dieser alte Mann hat mir ein bisschen den Kehlkopf getrocknet. Grüß dich. Mimimi. So viel saftiger. Meine Stimme klingt saftig, jo. Ja, klasse, Mensch. Fena hat wow gelernt. Wow, klasse Leistung, Fena. Applaus für Fena. Ja, vielleicht sollte ich wirklich nochmal heilen gehen. Ich weiß ja nicht. Bisschen was ist da denn doch schon hängen geblieben. Und wir werden noch den ein oder anderen ZP hier gebrauchen können. Das kann ich euch sagen. Alter, wir kriegen dreimal ein Item. Das ist doch nicht die Wahrheit. Das sind Gegengifte. Die sind scheiße. Ich habe auch einen Zauber, der mich heilt. Vor Gift. Verstehe ich nicht, warum ich den Scheiß jetzt habe. So, hier liegt einmal Geld. Und wir kommen jetzt an einen sehr, sehr schönen Ort. Alt-Kafu. Als ich in Nikis Altersmann tauchten diese Leute im verfluchten Turm auf. Die Leute, die sie überlebt haben, haben heute das heutige Dorf gegründet. Ja, ich will den Turm zerstören, Junge. Und da geht er zu diesen zwei Eiern hin und putzt sie. Das sind seine Eltern. Sie zerstören den Turm, Rob. Das machen wir. Das heißt, wir wissen, unser nächstes Ziel ist dieser Turm. Ah, Jazz ist okay. Okay, dann nennen wir es Jazz. Gut, machen wir den Turm ein bisschen nackig, aber naschen wir erstmal ein Brot. Denn Brot tut a note. Ja, ich hab's gesagt. Alles klar. Hier liegen überall Items rum. Items nennt man sie auch. Gold. Also ein Spaß. Kann man eine Menge mit anfangen. Haben ja gesehen, dass die Items... noch eins, grüß dich. Haben ja gesehen, wie teuer die Items wären. Und ich sag euch, die werden noch ordentlich im Preis zulegen. Aber gewaltig. Ist noch ein bisschen hin, bis wir da sind. Muss ich dazu sagen. Aber es ist noch ein bisschen hin. Und ja, ne? Da kann man schon alles Gold der Welt, alles Geld der Welt gebrauchen. So kann man es schön formulieren. Wir haben noch nicht mal eine Feuerpeitsche über. Schon ein bisschen weg. Aber versuchen wir es mal mit... Oh ne, jetzt bewegt sich das Vieh. Nicht, dass der Heuler jetzt nur eintrifft. Ich glaub's nicht. Das ist ja nicht die Wahrheit, ey. Trifft nur ein. Oh Mann. Das ist, sowas ist scheiße. Sowas ist einfach nur Kacke. Ja, was soll ich machen? Habe ich auch keine Lust mehr. Zum Glück haben wir noch diesen Verwirrungsschutzhut. Genau so heißt er. Naja. Ja, das reicht aus. Alright.
right, we won! Dandelion. Düb, 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 düb. Und da haben wir, das waren drei Gegnerkämpfe. Gegnerkämpfe, ja, wie auch immer. Ging ganz fix. Mana-Ei bekommen. Das heißt, wir können Raab auch gleich seine letzte Magie. Was ist das denn? Dieser Pfeil. Ach so, steht für eine Person. Er lächelt. Er hat wahrscheinlich eine gute Unterhaltung gehabt. Ja. Ist natürlich scheiße. Hm. Wo war ich? Das ging war Raab, damit er mal, weil der ist ja dann doch noch ein bisschen im Nachzug im Vergleich zu uns, wenn das Nachzug heißt. Er hängt hinterher. So kann man es vielleicht deutlicher formulieren. Wir haben da doch schon einiges mehr an Training genossen, deswegen kann er da den ein oder anderen Zaubersamen sicherlich gut verkraften. So, hier war doch gerade noch irgendwo Geld. Und dann können wir auch schon weiter. Ah, mit dem Mana-Ei können wir den Raab die letzte Magie beibringen. Hätten wir jetzt... Ja, damals würde ich nicht sagen, aber vorher Su zum Beispiel noch Wind und Wasser beigebracht, hätte er jetzt hier seine erste Magie bekommen. Das nächste Mal, denn wenn wir in der Stadt gewesen wären. Und es ist doch ganz okay, dass ich da etwas vorausschauend gespielt habe und mir gleich zwei aufgehoben habe. Aber Feuer und Erde wollte ich halt beibringen. Und man kann, wenn man ihr Wasser beibringt, auch noch eine andere Spezialattacke erlernen. Dann schießt sie so ähnlich wie bei Puffy Feuer so ein Tränengas ab mit Puffy. Und dann kann man Gegner damit einschläfern. Wir sehen hier gerade Krokodile. Ja, mal schauen. Wer sich noch an die Chamäleons erinnert, wird vielleicht erahnen können, wofür die Krokodile hier sind. Oh. Damit habe ich nicht gerechnet. 1200 Erfahrungspunkte. Das heißt... Weil hier noch... Boah, ich weiß gar nicht, wie viele. 3, 4, 5, 6 Paar sind. Die sind aber auch sehr stark und haben auch viele Resistenzen und sowas alles. Die tauchen hier... Da sind sie zum Beispiel. Die tauchen immer mal so ab und zu irgendwo auf. Dann kann man gegen die kämpfen. Gibt, glaube ich, 5, 6, 7 Paar davon. Blöd nur, dass ich jetzt kein Flammengeschoss mehr hat, was sie jetzt besiegen würde. Aber es macht ja nichts. Und dann mache ich hier gleich auch einen Schnitt. Und schneide euch dann halt vielleicht das ein oder andere Level rein, was hier wahrscheinlich auch ich hier bekomme. Ich will mal sehen, ob hier Wind auch was macht, denn Wind... Ah, wir haben noch zwei Flammengeschosse haben wir noch. Ich weiß nicht, ob die von Raab und Justin auch reichen. Ah, werden wir ja sehen. Und dann sehen wir uns danach auch gleich wieder. Und bis dahin mache ich dann das Areal auch komplett gegnerfrei. Und dann ist das auch angenehmer. Gehe ich mal von aus. Geht das alles ein bisschen schneller. Und so krass sind die Kämpfe nicht. Dann gibt es hier nur noch die Raupen und die Schmetterlinge. Und ja, die Raupen. Ja doch, die Raupen, natürlich. Mal sehen, ob man mit der Peitsche Schaden macht. Oder mit was anderem. Na jetzt, wenn sie verteidigen, sowieso nicht. Ich möchte mal sehen, ob ich den irgendwie auch so noch besiegt kriege. Hört er mal auf? Nee. Ihr seht. 42. Und normale Angriffe haben keine Wirkung. Das ist doch mal eine Nummer, ey. Ah, es macht nichts. Wir haben ja noch genug MP. Zum Glück. Und... Ja, dann schneide ich das. Dann gucken wir mal, was das Areal hier noch so an Items für uns hat.
Und schauen dann weiter, wo es hingeht, wa? Also bis gleich. So, ich glaube zumindest, dass sehr viele Gegner jetzt erstmal erledigt sind. Ob alle noch, ob ich jetzt alle besiegt habe, weiß ich nicht. Und jetzt kriegen wir hier praktisch das neue Heilkraut, Kekse. Auch nicht schlecht. Nein! Ja, wir sind da, aber... Gerade auf der anderen Seite. Das sieht so aus wie die Treppe beim... Na? Oh, jetzt müssen wir dahin. Wie beim Ende der Welt. Genauso ist das hier auch. Oh, ich wollte noch die Items einsammeln. Aber ich glaube, wir müssen da jetzt noch nicht direkt hin. Dass wir vielleicht noch mal... vorher weg können. Militärgebäude, ja. Okay, wir können noch im Steineichenwald. Ja, sind wieder bei Pokémon. Im Steinwald verweilen. Ah, Gegner. Okay, dann machen wir die fix. Dann müssen das aber somit die letzten sein, die hier noch rumsitzen. Vielleicht reicht es für Raab auch sogar noch für ein Level Up. Ach ja, hier der Feuerball, super Attacke, mit der kann man super gut trainieren. Irgendwie diese Feuerattacken sind wohl der Hit hier offensichtlich. Hm. Ja, machen wir die Feuerpeitsche, wenn wir schon davon sprechen. Okay, da hängt es nämlich ab. Je höher die Waffe ist, desto weniger Punkte kriegt man da. Da ist egal, welches Level schon das entsprechende Element hat. Juckt mich jetzt aber auch überhaupt nicht. Ich will eigentlich nur jetzt die letzten Items, hier sind nämlich noch ein paar, aus dem Wald holen. Denn einmal kurz nach Kafu die ganzen... Obwohl, nee, brauchen wir gar nicht. Doch, ich möchte Raab noch das Mana-Ei geben, dass er schon mal das Wasserelement hat. Kann ja nicht schaden, nehme ich an. Oh, eigentlich will ich sie schneiden, aber irgendwie habe ich jetzt auch überhaupt keine Lust. Naja, wir machen das ja nicht oft. Wir machen das ja nicht oft. Ja, Heuler ist hier irgendwie unsere beste Attacke, die wir gerade noch haben. Weil wir alles andere schon... ordentlich verbraten haben. Verbraten haben. Ja. Schauen wir mal. Probieren wir es mal. Ach, Bumm haben wir noch gar nicht eingesetzt, ne? Dann gucken wir uns das jetzt mal an. Ich muss ehrlich dazu sagen, dass Bumm nicht so meine Attacke ist. Finde die jetzt nicht so krass. Gut, dass ich alle vier treffe. So ein bisschen wie Brenne. Viel größere Reichweite hat sie nicht, wenn überhaupt größer. Und ja, ich mag sie einfach nicht. Aber die Fortsetzungen von Bumm, die gefallen mir. Zweite und dritte, die sind da schon deutlich nützlicher. Muss man sagen, auch wenn es jetzt gerade ein paar Punkte schon gegeben hat. Oh, Raab noch 251. Oh, hier geht es glaube ich raus. Wenn
hier gerade zu der... Ah, hier war das mit den Krokodilen. Hier ist einmal Geld. Dann müsste hier gleich nochmal Geld sein. Und dann müsste hier durch ein Brot liegen. Ja, oder hier lang noch. Nee, dann war es hier hoch. Warte mal, wo war denn das? Ich hatte hier ein Brot in Erinnerung. Ah, da ist es. Verteidigungssamen. Bringen wir mal wieder unserem Jazz. Wie Raab es sagen würde. Weitere Items sind mir gerade nicht bekannt. Es könnte sein, dass hier irgendwo aber noch Geld rumliegt. Oder ähnliches. Weiß ich aber gerade nicht. Nee, hier haben wir angefangen. Hier war das Rote. Dann hoffe ich, dass das soweit alles war. Und dann gehen wir hier raus. Hier nochmal runter. Und gehen einmal zum Dorf Kafu. Holen uns für Raab die Magie. Heilen uns mal kurz, weil es langsam Zeit wird. Und dann können wir auch schon weiter. Das war's denn auch. So, dann hat Raab jetzt auch alles. Herrlich. Herrlich, herrlich. Interessant ist jetzt, was mir gerade auffällt, alle Charaktere, die wir bekommen hatten, die schon von voraus mindestens eine Magie hatten, hatten auch alle schon Feuer. Fena hatte Feuer. Su hatte von Anfang an keine Magie, die zählt nicht. Gatwin hatte Feuer. Und Erde, na gut, aber auch Feuer. Raab hatte auch Feuer. Mal sehen, wie sich das weiter verhält. Irgendwas stimmt hier nicht. Ja, hier sind keine Soldaten. Da drüben brennt was. Jemand ist vor uns. Was? Lainianerin? Ein Einzelner? Nein, 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 das möchtest du nicht erleben. Hier sieht es so aus, als würden wir ein richtiges Monster sehen kriegen. Bist du bereit, Jazz? Los geht's. Los geht's. Das schreibe ich immer vor meinen Parts, Digga. Das kannst du nicht einfach so sagen. Hier gibt es auch einiges an Items. Und gelegentlich auch mal eine Tür. Oh, ein schöner Trank. Rettung? 120 für alle. Ich glaube, Raab ist der schnellste auf dem Balken. Oder Fena. Lager? Okay, gehen wir mal rein. Ach, hier gibt es sogar einen Koffer. Und einen Speicherpunkt, das wusste ich nicht. Soll ich den wohl ganz vergessen? Verstauen wir mal. Haben wir irgendwas? Ja. Gegengifte. Kekse brauchen wir nicht. Das auch nicht. Den Rest behalte ich einfach mal lieber noch da. Na, wenn wir hier einen Speicher haben, ist ja praktisch. Dann wird ja bald was, irgendwas kommen oder so, dass man sich wenigstens hier heilen kann oder sowas. Nehme ich mal an. Ein Brot. Wie kommen wir da hin? Von da vorn. Hier im Panzer geht es nicht vorbei. Okay. Wissen wir das auch schon mal. Hier geht es wieder raus. Da waren wir schon. Geht es hier links noch? Hinter das Haus. Ah, Geld. Alles klar. Nehmen wir mit. Noch irgendwas? Nee. Gut, dann gehen wir hier weiter, holen hier das Kampfmusik. Wen haben wir denn da? What is that? Ah, she's here. I'm the husky woman of Lane. Göre aus Leine. So don't toy with me. Eat y'all to a pulp. She's really weird about her eyes. Ja, irgendwie ein bisschen verrückt. Da kommen wir nicht so leicht raus. Du kommst aus Kafu. Und ihr zwei.
Du gehörst also zu dem? Who are you talking to? Don't go pulling my chain. Sag mal, denken irgendwie alle, dass wir... Take this! Hey! Was ist denn los mit der Frau? Ich habe das Gefühl, wir haben hier einen Kampf vor uns. Deswegen war also der Speicher da. Ah, das nervt, dass die Tonspur so scheiße verzogen ist. Aber ich kann es leider nicht ändern. Da hauen wir gleich mit der stärksten Attacke auf 2800. Na gut, ist aber auch nur ein Einzelner, ne? Darf man ja nicht vergessen. Oh, der schon auf Max, oder was? Wir machen doch ordentlichen Schaden hier. Na, Fehler eher ein bisschen weniger. Aber Justin... Der haut da ja ordentlich was raus. Und zum Glück können wir eine zweite auch noch machen. Sie verteidigt. Ja, ehrlich gesagt ist das vielleicht auch ihre beste Option. Hahaha. Das habe ich jetzt nur gemacht, um mir die SP wieder zu holen. Dass ich jetzt nochmal einen Luftschneider mache, keine Zeichen wieder 33. Ja, ich habe mitgedacht. Der wäre ja gegen die Verteidigung, wäre ja sinnlos gewesen. Dann können wir den so deutlich besser einsetzen. 890 noch. Ach, ja, das ist das Problem an Einzelgegnern. Allein auf dem Balken hast du gegen zwei eigentlich selten eine Chance. Das ist aber auch... Für einen selbst ist das aber ähnlich. Da kann man nichts machen. Was haben wir denn Schönes? Flammengeschoss, zapp alle. Nee. Und keine richtig geile Solo-Attacke. Oh, zu Boden gerungen. Jetzt kommt sie mal dran, oder? Ja, 18. Na, immerhin. Ja, der Rest für die Erfahrungspunkte. Und da ist er auch schon hinüber. Yay. 2300 Punkte. Da hat der Gatwin... Oh, wir haben ordentlich Punkte abkassiert. Nett. Ja, für das kleine Training hat sich sie lohnt. Und für Fena sowieso. Die erreicht 25. Jetzt liegen sie beide da. Wie heißt du, Junge? Ja, das ist Justin, der Justin. Ich bin Milder aus Leine. Es ist genau wie Darlin gesagt hat, wir müssen den Turm der Verdammung zerstören. Hat sie nicht gerade gesagt, dass wir den Turm zerstören müssen? Das hat sie gesagt. Denn machen wir das auch. Den Turm zerstören, dann ist sie wohl auf unserer Seite. Ah, Raab kommt langsam wieder zur Besinnung. Der war ja ein bisschen etwas kaputt, würde man sagen. Aber zu dritt wäre das hier auch noch. Oh, das wäre jetzt nice. Würde Raab jetzt mit uns kämpfen, ey. Das wäre richtig nett. Zerstören, ja, dann haben wir mit den Leuten... Ja, haben wir auch nicht. Du bist Milder und hast die gleiche Gründe wie wir. Brillant, das Schloss Ries. Da wird sie gleich wieder grandig. Eieieiei. So, wollen wir mal schauen. Ich schon sagte, das war alles mein Fehler. Ach so, nein. Ach, sie vertragen sich. Sweet. Ein Bausparvertrag. Dann lass uns den Turm platt machen. Sie Stufe 35, hat 204 weniger als Gatwin. Keine Magien. Keule, Axt, Schwert. Okay, ist sie noch höher als wir.
Ich möchte dir aber die Axt abnehmen, weil die ständig den Bumm macht. 15 Verteidigung, dann scheiß auf ein bisschen Verteidigung und sei wenigstens schneller unterwegs. Ja, okay, die braucht diese plus 1 Zauberstufe nicht, da kann sie auch was anderes haben. Haben wir nicht ein plus 2 Technikstufe? Es lohnt, glaube ich, mehr für Milda. Die macht das, glaube ich, mehr. Die Technikstufe, weil sie hat ja nur diese Techniken. Ich möchte aber trotzdem nicht, dass sie... Ich gebe ihr mal ein Schwert. Verstauen. Also erstmal... Was hat sie? Lachs mit. Und Rippchen. Jetzt hat sie kein Item mehr. Ist egal. Karmesintrank. 150 der ganzen Truppe. 120. Das ist ja nicht so nice. Ich behalte ihn trotzdem mal. Man weiß ja nie. Was wollte ich? Ein Schwert. Genau. Und wir werden noch einmal kurz in den Turm reingehen, aber nicht mehr großartig was machen. Dann 29. Wer hat das gerade ein Schwert? Ach so, Dings, ne? Wirkungsvoll bei Drachen. Boah, das ist natürlich jetzt kacke, dass wir nichts Ordentliches hier haben. Eine Keule. Ja, ich nehme noch ein zweites Schwert mit. Ey, wir haben jetzt drei Leute, die ein Schwert brauchen. Da kann man mal zwei Schwerter auch mittragen. Die müssen ja auch irgendwie hinkommen. 3 SP. Haben wir, oder haben wir vielleicht irgendein... Ach ja, jetzt könnte man hier nochmal gucken, was besser ist. Ja. Mache ich, glaube ich, gleich offscreen. Schauen wir mal. Ich rüste jetzt noch das Schwert aus. Und dann ist gut. Weil ich will die Axt nicht. Da kann man nicht Fair Play spielen. Versteht ihr? Wisst ihr ja hier, das war mit dem Hagelbogen auch so. Da setzt sie die ganze Zeit Bumm ein und das ist einfach nur scheiße. Das will keiner haben. Na gut, dann beenden wir hier den Part. Machen im nächsten Part den Turm der, was ist das, Zerstörung. Der nächste Turm. Welcher hatten wir jetzt? Den Taifunturm und die Zwillingstürme. Jetzt der Turm der Zerstörung. Und es gibt noch einen, mindestens einen vierten Turm. Zumindest einer, der mir gerade einfällt. Und der wird der Oberhammer. Das sage ich euch. Aber ich möchte mich denn an dieser Stelle erstmal zur Ruhe setzen und den Part beenden. Ich gucke gleich nochmal bei Milda, ausrüstungstechnisch, vielleicht hat ihn nur irgendeine Wecke Scheiß und was anderes passt da besser. Diesen Part, den Steinwald gemeistert und Milda ist jetzt ein neues Mitglied unserem Team. Wir sind jetzt sogar schon 4 und ja, wir wollen den Turm der Zerstörung platt machen, der gehört wohl zur Galile-Basis. Schauen, was die da so vorhaben. Das sehen wir aber erst im nächsten Part. Das Bild ist dunkel geworden. Und dann werden wir weiterschauen. Mir bleibt nichts anderes übrig. Ich bedanke mich wie immer fürs Einschalten und fürs Zuschauen. Und verabschiede mich hiermit. Tschüss, Kinderz.